So, hallo, willkommen und Pöpöchen, Momöchen, ne? Euer Kashi wieder hier. Ich meine, für euch ist es ja schon der nächste Tag, für mich ist es uns gerade mal 20 Minuten plus Fütterungszeit für einen wilden Kashi dazwischen. Ups. Jetzt kann ich euch hier alle töten. Jetzt ist es nicht mehr wichtig. Auf jeden Fall hatte ich ja vorhin, vor wenigen Minuten, was vor euch schon wieder ein Tag ist, darüber lamentiert, ob eine 3080 wohl bessere Möglichkeiten oder Speicher bietet. Aber weil es mir auch schon aufgefallen ist, bei sehr vielen Spielen, da ist dein Computer jetzt mittlerweile an Ultimo an Grenze angelangt. Funktioniert nicht mehr. Aber jetzt haben wir noch ein kleiner, toller PC. Liebe ihn. Na, dann haben wir die nächste. Schieß macht Spaß. So, wir hatten irgendwo ein Vault-Dokument. Es hat wieder geschlossen. Dokument, das konnte ich das jetzt mal, genau, rot war das letzte. Oder es lässt sich nicht mehr bearbeiten, das Dokument. Schönes Ding! Okay, wir waren bei... Der Treffer, nicht. Auch nicht. Gelb. Blau. Gelb. Grün. Gelb. Rot. Genau so war das. Warum war nur ein Netzteil, ne? Ich erinnere mich nicht mehr. Oh, ich habe mein Gedächtnis. Mögen die sieben Höllen mich begleiten. Ich habe mein fucking Gedächtnis jedes Mal. Ja, stimmt, da war ein Herzteil. Genau. Ja, aber seit ich als kleines Kind diese riesige Narbe auf dem Kopf habe und auch die Denkstube darunter beschädigt wurde, also, ja. Weiß nicht. Ich finde, dass er so lachend da sitzt, aber nichts tut. Moment, hatte ich dich überhaupt eingesammelt? Ich glaube nicht, ne? Nö. Ich hatte dich vergessen einzusammeln. Ach, Kashi, du bist ehrlich. Hast du mich eingesammelt? Und hier brauchen wir Guruni. Also schade, dass ich Sansa so voll ist, nicht spielen kann. Weil mir der PC abfackelt. Abfackelt mir fast 5. Komm mal raus, du Lappen. Immer, dass du an der richtigen Stelle stehen musst. Das ist so. Ja. Raus da, du Lappo. Ich bin perfekt? Nein? Muss ich näher ran? Ich sag ja perfekt stehen. Hatte ich nicht. So, hören tue ich ja keine mehr. Noch 5. Nächster Raum. Ist das, was mich happy macht? Nicht, dass ich heute draußen war, das schöne Wetter genossen habe, ich mich gerade verklickt habe.
Ah, verdrückt nicht mit Klick. Ja, bist du, mal so ganz ehrlich, was mich einfach nur freut. Auch wenn YouTube nicht mehr, lass das was mal war, von wegen Broadcast Yourself. Ja, da können wir lachend drüber sagen, das gibt's schon lange nicht mehr. Broadcast Yourself. Das ist nur noch ein schlechter Witz von 1900. Schlag mich tot. Aber was mich daran freut, ich habe tatsächlich hier eine Plattform gefunden, wo ich einfach mein Hobby frönen kann, weil das ist nur Hobby. Und wo ich endlich mal die Spiele spielen kann, die ich als kleiner Kackjunge verpasst habe. Oder nie spielen konnte. Ich meine, früher war es ja eher so Schule und Ausbildung, Arbeit, Schnieschnapp, blub. Kennt man ja. Außerdem dann noch krank werden mit im Leben. Auch noch nett. An der Kante war ja keiner mehr, ne? Nein. Ja, aber es freut mich, das, was ich früher nicht konnte, kann ich jetzt. Und auch wenn ich das hier nur als reines Hobby ansehe, es freut mich, dass ihr auch dabei seid. Denn jeder kann Freunde brauchen, ne? Freunde, Zuschauer, ich meine, ich habe einen sehr guten Freund nur durch mein Hobby hier kennengelernt. Ich meine, ich schätze den Kerl schon mittlerweile ziemlich doll. Auch wenn er mal anonym bleiben will. Aber denke ich mal, okay, jeden das seine. Ja, aber jemanden, der sich so gut mit Synchronsprechern und Synchronstimmen auskennt. Und ja einfach mal alle Synchronsprecher von Star Trek 3 nennen kann, ohne mal Luft zu holen. Finde ich schon beeindruckend. Allein durch dieses Hobby habe ich schon Dinge kennengelernt und Leute kennengelernt, wo ich mir denke, geil. Einfach nur geil. Das macht mich nebenbei richtig glücklich. Also, während ich hier Spiele entdecke, wo ich mir denke, what the fuck? Wer hat sich diese Art von Spiel bloß ausgedacht jemals? Weil auch teilweise echt geile Spiele. Lernt man auch immer tolle Leute kennen. So, nicht verzagen, Kashi fragen, jetzt haben wir ein Haus gemacht. Ich dachte, ich hätte Geräusche gehört, also ging ich hinein, um nachzusehen. Dieser Ort, das ist so eine Art Bunker. Hast du den Ort gefunden? Ich bitte dich, lass mich hier bleiben. Natürlich nicht umsonst. Ich hoffe, das reicht. Die Riesenbörse. Dieser komfortable Beutel kann bis zu 500 Rubine aufnehmen. Nice. Ich bin sehr froh, dass du das gut gebrauchen kannst. Ich brauche es ohnehin nicht mehr. Ach, geil. So, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt. Das ist die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Um Masken zu sammeln. Meine Soda Stream-Flasche ist leer, deswegen ich mal kurz auf Pause und dann überlege ich mir mal, wo ich als nächstes hingehe. Und mach mal irgendwas zu trinken. Also ich komme gleich wieder, Leute. Renn nicht weg. So, hat es etwas länger gedauert. Ein kleines bisschen länger, ich meine, ja, das Spiel war jetzt ein paar Stunden auf Pause.
Beziehungsweise im Start, im Pausebildschirm. Also im Menü. Das ist etwas länger gedauert. Frage zu klären, wo gehe ich als nächstes hin? Ich habe sogar einen Kumpel gefragt. Sag mal, was meinst du? Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Gemeinsam sind wir zum Entschluss gekommen. Such Kafkai. Lies dich am besten in die Thematik rein. Guck alles an Infos nach. Schau deine eigenen Videos nochmal, was du alles über Kafkai hast. Schreib's da auf und. Also unsere neue Aufgabe ist Anju und Kafkai aufzuwachsen. Muss mal gucken, wie ich das mache. Wir haben den Jungen schon ein paar Mal gesehen. Aber wie ich das jetzt mache, keine Ahnung. Es ist jetzt viel zu sein, ne, in dieser Welt. Aha, Arschloch. Und wie machen wir das am besten? Wenn ich möchte alle Masken sammeln und möglichst alles machen. Aber Pfeile werden wir gerade nicht benötigen, aber dich. Und dich. Die wackeln, das ist so wunderbar. Weil wenn du sie auspackst, wackeln sie. So, 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 so. So. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Bestimmt auch, zu lange im Kopfhörer tragt. Ah, dann jucken euch immer die Ohren, weil warm. Sehr warm. Rosthof zum Eintopf. Ihr müsst an you sein. Ah, sieht so wunderschön. Bist auch auf der Suche nach Kafkai? Aber eine Bitte. Aber Kafkai. Meine Fresse, ich habe eine Bitte, Kafkai. Ich habe einen Hinweis. Der dir helfen wird, ihn zu finden. Um heute Nacht um 11 Uhr in die Küche. Da sind wir ungestört. Elf. Wie ist es jetzt gerade? Thank you.
Lol, weitere Zeiten gehen nicht. Okay. In der Küche um 11. Man hätte eine bessere Uhr einbauen sollen. Wenn er die so kryptisch ist. Aber geht eigentlich. Versuch mal die Uhr da zu lesen. Dann hast du Glück. Kann sie immer noch nicht wirklich lesen. Und die gibt es sogar in der Wallpaper Engine als Hintergrund, die unsere Startuhr hier überall hängt. Ja. Immer noch mal wissen, was das mit diesem Klo auf sich hat. Das ist in die Küche. Hier ist die Küche. Bei Nacht. Oh, jetzt muss ich überlegen, wie war das nochmal? So war das. Yeah. Aber wäre das so schlau? Wäre das so schlau? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß das jetzt leider nicht mehr, wenn ich jetzt die Zeit nach vorne spule, dass es Nacht ist. Inwieweit habe ich dann vorgespult? Ich weiß das gerade nicht. Wir testen es einfach, ansonsten machen wir nochmal einen Zeitsprung zurück. Es sind zwar nur ein paar... Ach, das ist erst ein Tag. Es sind zwar nur ein paar Platten, die aus den Uhrscheiben. Aber sie sehen dennoch geil aus. Auch wenn es nur ein paar Platten sind. Warte, wie war das noch? Nein. Machen wir die Zeit etwas schneller, dann könnte es vielleicht klappen. Nein! Ich wollte... Oh nein, ich wollte die Kronos. Nein! Du bist ein Vollidiot! Nein! Nein! Du bist so ein Vollidiot! Meine Fresse, bin ich dumm. Nein. Runter. Ich wollte eigentlich nur den Zeitfluss wieder normalisieren, dass die Zeit etwas schneller läuft. Aber was mache ich? Ich setze am ersten Tag zurück. Nur weil ich zwei Songs verwechselt habe. Während ich darüber nachdenkte, wie ich das wohl am besten mache mit der Anju. Meine Fresse, ne. Ich krieg das Kotzen. Herrlich, und dann wollte ich echt nur den Zeitfluss normalisieren. Na gut, das ist auch normal, weil ich habe jetzt zurückgesetzt. Ja, die Uhr dreht sich schneller. Ich bin noch jetzt noch nicht zu spät, ne? Es ist halt die Nacht des ersten Tages. Ich glaube, du bist zu spät. Oder? Ja.
Das ist einmal 18 Uhr, steht, das verwirrt mich. Aber wir warten jetzt. Ich habe das Gefühl, sie wird dann hierher kommen. Deswegen warten wir jetzt. Wir warten. Aha! Wollt ihr einen Witz hören? Wisst ihr, warum Vodafone scheiße ist? Weil gerade jetzt meine wunderbare Vodafone Station, die ich über alles hasse, schon wieder abgestürzt ist. Schon wieder. Oder Witz, ne? Also wenn jemand von der Telekom zuschaut, bietet mal bitte Koaxial an. Also das Internetsignal über die Antennenbuchse. Ne, bietet das mal bitte an. Ich werde euer erster Kunde, der sofort zuschlägt. Instant. Aber ganz im Ernst. Ganz im Ernst, Leute. Wenn ihr bei Vodafone seid, geht weg von Vodafone. Wenn ihr irgendwas von Vodafone wollt, geht weg von Vodafone. Das ist mein völliger Ernst. Ich meine, schön, das Ding ist schon wieder abgestürzt, weil es ist Billig-Hardware, es ist purer Schrott. Das Ding ist sowas von hart Müll und wow. Fehlermeldung. Provider nicht gefunden. Es blinkt gerade die Fehlermeldung, Provider nicht gefunden. Es ist 8.30 Uhr abends, aber ich komme doch jetzt noch irgendwann rein, ne? Nee, Leute, aber das ist mein kompletter Ernst. Wenn ihr bei Vodafone seid, seht zu, dass er da rauskommt. Geht zu einem besseren Anbieter. Ich möchte ja gerne zu einem besseren Anbieter, aber hier im Haus sind die DSL-Leitungen weggeschimmelt. Das ist schon ein relativ altes Haus. Es gibt hier keine DSL-Leitungen mehr. Ich hatte auch schon mal nachgemessen, ob man hier irgendwie Funktionen reinbringen kann, aber jeder einzelne Strang hat einen Kurzschluss. Jeder einzelne. Daher ist Müll. Ja, aber im Ernst, wenn jemand von der Telekom zuschaut, bietet mir das passende an. Ich bin euer erster Kunde. Oder falls irgendjemand weiß, wo man richtig, richtig günstig eine noch nicht gebrauchte Fritzbox Cable herbekommen kann, dann kann ich wenigstens diesen Müll an der Wand austauschen. Das wäre schon mal was. Ich meine, das Ding ist jetzt, warte mal, lass mir mal ins Protokoll gucken. Ich lass das vom Pi aufzeichnen. Ja, Master. Allein heute, es ist jetzt 18.02 Uhr, allein heute ist diese wunderbare Vodafone Station viermal abgestürzt. Weil immer wenn sie sich neu startet, verbraucht sie eine gewisse Anzahl an Watt. Und das lasse ich aufzeichnen. Weil immer beim Neustart, nach einem Absturz, geht die Wattzahl, die das Ding verbraucht, so hart fast in den Nullbereich. Da kann man einfach nur sagen, wow. Nee, das ist das Falsche. Andersherum. Es ist jetzt Abend. Bin in der Küche, wo bist du? Das ist doch die Küche, oder?
Wo der Schrott. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe letztens aus purer Lust und Unterhaltungslaune einfach mal Vodafone gedisst. Anju? Anju? Glaube, sie kommt. Und wo? Da kommt sie. Warten wir in der Küche auf sie. Ja, mal allein schlafen bei Twitter. Ein normales Gespräch. Ja, wo vom Kumpel, wo auch schon Telekom sich mit einhakte. Meinte ich da so, ja, wo davon mit zu dissen? Oh mein Gott. So wirklich so langsam, wenn ich die Zeit verlangsame? Und wie geben wir uns noch eine Chance? Das ist doch gar nicht so scheiße und ne. Und ich halt einfach nur locker flockig raus. Vielleicht solltet ihr mal euer Motto ändern in Vodafone. Disconnect den People. Da war das Geheul auch schon wieder größer. Oh ja. Oh, Tick schneller. Sind wir mal ehrlich. So, ich halte ja schon einen sehr traurigen Rekord der Vodafone Station Austauschgeräte. Ich meine, das ist jetzt meine 12. Ja. Und ich hatte mal die Ehre, eine von diesen Scheißdingern zu öffnen und konnte dann mich gleich davon überzeugen, dass da voll harte Billig-Hardware drin ist. Aber ich denke mir so, ihr nutzt diese Dinger, verleiht sie an Kunden, mit der Gefahr hin, dass die Dinger sehr schnell kaputt gehen und einfach nur Schrott sind und ihr verleiht sie weiter und meint eines der größten Unternehmen zu sein, die Internet anbieten. Und euch selbst so hoch zu loben, dass ihr ja angeblich die Besten unter den Besten seid und ihr bietet so einen Müll an. Und ich denke mir dann so, ah, nein, seid ihr nicht. Aber ja, ich hatte die große Ehre, mal so ein Scheißding zu öffnen und war schockiert über dessen Innenleben. Ich meine, da sind sogar Elektrolytkondensatoren drin, die nicht mal für die Temperatur ausgelegt sind, die da drin herrscht. Tut mir leid, dich so spät noch mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um ihn, Kaffee. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Das ist schon merkwürdig. Ein Brief von einer vermissten Person. Das ist schon fast anmutigend erotisch, wie sie da rumwackelt. Aber es gibt keinen Zweifel, der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte. Ihr nehmt diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, ist er ihm. Wenn er ihn in den Händen hält, dann hast du die Chance, mit ihm ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anju auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst, ich kann nicht gehen. Erlaubst du mir, dich um dies zu bitten? Ja, gerne. Danke dir vom ganzen Herzen. Ein Brief an Kaffee. Okay. Wissen ja, wo er ist. Da springen den Brief, Wie sieht zu einem Brief. Ah, Briefkasten. Ein wichtiges Versprechen gemacht. Bitte wirf diesen Brief so früh morgens ein. Wow, hätte es auch diskreter despawnen können. Im Ernst? Woo!
Der einfach weg ist. Ganz ehrlich, ich will immer noch wissen, was hat es mit diesem Scheißhaus auf sich? Was? Ah! Miep! Hi! Papier bitte. Hab ich Papier? Wie wär's mit Brief? Ja, wie auch immer, diese Person würde ins Notizbuch eigentlich sagen. Ich will ja schon die ganze Zeit wissen, was hat es mit diesem Scheißklo auf sich? Warum existiert es, aber... Ja. Toto? Da war nochmal Toto. Keine Ahnung. Die Person vom stillen Örtchen im Gasthof. Eine rätselhafte Erscheinung. Ah, da tut anscheinend immer nur nachts rauskommen. Also morgens. 1 und 2 Uhr, wie ich sehe. Ich wollte schon die ganze Zeit wissen, was es damit auf sich hat. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das hat mich wirklich nicht erwartet. Das hat mich jetzt überrascht. Kann ich Papier nehmen? Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Wie machen wir das jetzt mit dem Briefkasten? Welchen nehmen wir denn? Das muss zum Waschplatz. Das ist jetzt die Frage. Hat der Waschplatz seinen eigenen Briefkasten? Ah, ist wieder da. Na, 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 na. Sie sagen, ich war viel zu laut. Ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Jetzt sind sie böse selbst und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit, damit ich nicht an die üble Gegenwart denken muss. Ja, ja, das werde ich tun. Hochverehrtes Publikum. Vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band mit Hunden und Eseln und so. Wie konnte ich, wie war es nur möglich, ein Mensch unter Tieren? Ist er selbst dann auch so eins? Die waren alle großartig, ja, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum? Nur der Hundekerl, was war los mit mir, was war los mit ihm? Alter, geht der ab. Und dieser Hund, der war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann, und er hat immer alle motiviert. Und deshalb habe ich sie gestohlen, die Maske von dem Hund. Ich war's, der es tat. So schnell klingt's auch ganz geil. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Das kriege ich heute immer noch nicht. Die Dinge müssen wir herausfinden. Aber ich habe eine Idee. Idee, aber... Ah, es ist schon wieder 35. Die Idee müssen wir das nächste Mal machen. Scheiße. Okay, wir sehen uns dann das nächste Mal, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zusehen.
Wollen Sie reden, dann gucken wir mal, ob wir den Brief in den Briefkasten zustellen und ob wir Kafkai erwischen. Kafkai. Ich denke immer an Franz Kafka. Und das ist meine Eselsbrücke, um mir Kafkai zu merken. Franz Kafka, deswegen Kafkai, ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank. Wollen Sie reden, bis morgen und tschüss.